Ja, sehr geehrter Herr Köhler, vielen lieben Dank für Ihre Haushaltsrede. Man muss Sie ja fast schon loben, weil Sie als einziger AfD-Politiker jetzt in diesen Haushaltsdebatten mal was zum Haushalt gesagt haben. Und Sie haben es tatsächlich einmal geschafft, nicht die Migrationspolitik in Ihrer Rede zu erwähnen. Aber man muss auch hier ganz klar jetzt mal Fakten auf dem Tisch legen. Ich frage Sie deswegen, wer ist denn laut Games-Branche aktuell das Bundesland, das führend in der Games-Industrie ist? Bayern. Genau. Danke. Das war's schon, Herr Köhler. Dann haben wir noch. Nein. Stopp. Entschuldigung. Ich habe gedacht, darf ich noch? Ja, natürlich. Ja, das mag sein, dass Sie 8,8 Millionen Euro und damit führend unter den Bundesländern sind und hier Steuergeld umverteilen, aber ja. Mag alles schön und gut sein, aber wissen Sie, ich hab's gerade schon gesagt, die Gaming-Branche hat mit allen Umsätzen zusammengerechnet, also In-Aim-Käufen, Abos und sonst was, haben die einen Umsatz von rund 10 Milliarden Euro im Jahr 2023 gehabt. Und ich bin der Überzeugung, solche starke Branchen, die schaffen es auch ganz gut, ohne Steuermittel auszukommen. Und wenn man jetzt ständig Steuergeld umverteilen würde, dann könnte man auch den fleißigen Arbeiter am Fließband bei Bosch oder bei Audi oder bei BMW oder Handwerker, die könnte man auch einfach entlasten, wenn man jetzt ständig Steuergeld umverteilen würde.